Friede sei mit euch und Gnade von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich mag die Jona-Geschichte. Die ist toll. Man kann sie immer wieder hören und lesen. Man kann sie auch super Kindern erzählen. Der Prophet, der da auf der Flucht ist vor seiner Aufgabe, dann der Sturm und Jona, der über Bord geworfen wird und dann der riesige Fisch, der ihn verschluckt und schließlich wieder ausspuckt. Aber am besten ist, wie ich finde, doch der Schluss von der Geschichte. Dieser Schluss, der wird zu oft weggelassen, wie ich finde. Umso besser, dass er heute mal Predigttext ist. Und ich liebe diesen Schluss dafür, dass er sich so gänzlich gegen die normale Erwartung des Lesers bewegt. Und ich finde ihn dazu auch noch witzig. Also man denkt doch, hä? Wie jetzt? Jona hat doch Erfolg mit seiner Predigt in Ninive. Ja? Alle hören ihn und kehren um, also wirklich sensationell die Reaktion auf ihn. Und es war doch völlig unwahrscheinlich, dass bei dieser Riesenstadt, die so gar nichts von Gott weiß, tatsächlich seine Predigt irgendeine Wirkung hat. Und tatsächlich hatte sie eine große Wirkung und alle sind umgedreht und umgekehrt und haben Buße getan und haben noch einmal neu angefangen. Und dann reagiert Jona so. Er regt sich ganz furchtbar auf. Er jammert und heult herum und will sogar sterben. Ein großes Drama. Und das alles, weil Gott so verdammt gnädig, barmherzig und geduldig ist. Bitte was? Ja, Gott ist gnädig, barmherzig und von großer Güte. Und das ist doch ein Grund, sich den Tod zu wünschen, oder? Völlig logisch. Nein, natürlich Scherz. Also, ich mag, wie irritierend das ist. Und dazu erfahren wir jetzt endlich, dass das von Anfang an der Grund war, warum Jona weggelaufen ist. Das wird uns hier erst am Ende erzählt. Er hat ja von Anfang an befürchtet, Gott könne so schrecklich barmherzig und gnädig und geduldig sein, dass er lieber weggelaufen ist. Von Anfang an wollte er auf keinen Fall, dass es so ausgeht. Also man könnte sich, wenn man das jetzt im Nachhinein nicht hört, alles Mögliche für seine Weigerung ausdenken, aber da muss man erstmal drauf kommen. Und dann kommt diese absurde Anekdote mit dem Rizinusstrauch und dem Wurm, ja, den Gott wachsen lässt und dann den Wurm schickt, um den wieder vertrocknen zu lassen, gewissermaßen als pädagogische Maßnahme. Und Jona sieht sich voll im Recht, als er seinem heiligen Rizinus hinterherweint und sich schon wieder den Tod findet, wünscht und findet, das sei völlig adäquat und gar nicht übertrieben. Ja, aber den Hunderttausenden in Ninive wollte er keine Tränen hinterherweinen. Die sollte Gott mal schön alle vernichten. Und am Ende bleibt ganz bewusst offen, wie Jona eigentlich auf Gottes eindringliche Ansprache dann reagiert. Sie haben gehört, Gottes Ansprache ist der letzte Satz im Jona-Buch. Wir wissen nicht, ob er es endlich kapiert oder ob er dann wütend und enttäuscht nach Hause stapft und sich weiter in seinem Selbstmitleid badet. Und natürlich ist die Geschichte ganz bewusst so geschrieben, weil es eben nicht auf die Reaktion von Jona ankommt, sondern natürlich kommt es auf die Reaktion desjenigen an, der diese Geschichte hört und liest. Also auf unsere. Durch Jonas Reaktion wird, wie ich finde, ein sonst von seiner Botschaft her eher eindimensionaler Bericht erst so richtig spannend. Also genauso wie die Geschichte vom verlorenen Sohn, die wir gerade gehört haben, auch dann erst richtig spannend wird, als wir die Reaktion von dem anderen Bruder auf seine Rückkehr erleben. Also zumindest spannend in dem Sinne, was die menschliche Psyche und ihren Umgang mit Gnade und Güte angeht. Denn so verliert eben die Geschichte ihre Eindimensionalität und die Komplexität eigentlich, die in Gnade steckt, wird so richtig sichtbar. Denn Jonas zeigt eine Seite der Gnade, über die meines Erachtens nicht oft genug nachgedacht wird. Im Allgemeinen wird Gnade ja als etwas absolut fraglos Gutes angesehen. Ja, Gottes Gnade war Luthers große Erkenntnis und Ausgangspunkt der Reformation. Gottes Gnade ist der Kern der guten Nachricht unseres Evangeliums. Wir sind gerettet ohne Leistung, ohne Verdienst, allein aus Gnade. Was könnte es also eigentlich Besseres geben? Vergebung zu erhalten und etwas geschenkt zu bekommen, das man nicht verdient hat.
Aber Jona nimmt uns mit hinein und zeigt uns jemanden, dem Gottes Gnade zu viel wird. Also der zutiefst frustriert ist über diesen gnädigen Gott. So frustriert, dass es ihn in eine tiefe existenzielle Krise wirft. Und das ist gut, denn Gnade ist nicht einfach nur schön. Gnade kann auch sehr problematisch sein. Sie geht gegen viele unserer menschlichen Instinkte, sie geht gegen unser Gefühl, wie die Welt in ihrer Grundordnung zu sein hat. Und sie wirft manchmal auf gefährliche Weise unsere Ordnung über den Haufen. Vielleicht geht uns die Idee der Gnade deshalb immer wieder so leicht verloren. Also wenn Sie Kirchengeschichte studieren, dann merken Sie, die Kirchengeschichte ist voller so von Wiederentdeckungen, von Gottes befreiender Gnade. Und auch persönliche Geschichten sind häufig voll von diesen Wiederentdeckungen von Gottes Gnade. Als wäre es gegen unsere Natur, das mit der Gnade. Und als wäre das unheimlich schwer, das wirklich zu begreifen und zu erfassen. Natürlich haben sich Theologen jahrhundertelang, jahrtausendlang immer wieder den Kopf darüber zerbrochen, warum Jona jetzt so unglaublich frustriert reagiert. Und wenn man dann auf die Möglichkeiten für seine Wut schaut, dann, finde ich, entdeckt man verschiedene Aspekte in der Gnade auch wieder ganz neu. Und ich möchte heute mit Ihnen drei angucken davon. Das eine ist die Gerechtigkeit. Denn auf den ersten Blick ist Gnade ungerecht. Also Jona ist wütend, denn in seinen Augen hätten die Menschen in Ninive Strafe mehr als verdient. Und um gerecht zu sein, hätte Gott die Niniviten gefälligst bestrafen sollen. Und da brauchen Sie nur mal an den Frühstückstisch mit Kindern zu schauen, ja, oder an den Mittagstisch. Und Sie sagen, wer sein Rosenkohl auf isst, der kriegt hinterher noch ein Eis. So, und zwei von den drei Kindern schaffen das, den Rosenkohl aufzuessen und das dritte Kind nicht. Ja, und sie geben am Ende jedem Kind ein Eis, weil sie wissen, das dritte Kind, das kann das einfach nicht, weil es das so eklig findet. Dann ist die Aufregung am Tisch groß. So was Ungerechtes, ja? Wie kann Mama so gnädig sein, hier ein Eis umsonst zu verteilen? Wir haben uns das doch verdient, ja? Und der andere nicht. Also Gnade ist eben per se das, was wir als ungerecht empfinden. Ja. Jemand soll gefälligst die Konsequenzen seiner Taten tragen. Und was sollen denn diejenigen sagen, die sich bemühen, ja, oder die sich mit ihrer Leistung etwas hart verdient haben? Und besonders schwer wird es dann, wenn sich Gnade auf jemanden erstreckt, den wir nicht ausstehen können, ja, oder der andere schäbig behandelt hat oder der andere oder mich verletzt hat. Und je größer diese Verletzung ist und je größer dieser Schaden ist, desto schwerer wird es, die Gnade aushalten zu können. Und wir alle haben irgendwo eine rote Linie, wo wir die Grenze ziehen und sagen, nein, hier ist Schluss. Der verdient keine Gnade mehr. Ja, denken Sie an die großen Unheilsstifter unserer Geschichte. Viele von uns würden da eine Grenze ziehen und sagen, der verdient keine Gnade mehr. Dabei ist Gnade, also die Aussage an sich ist ja schon absurd, denn Gnade ist ja per se unverdient. Das ist ja die Definition von Gnade. Da sehen wir schon, was wir für ein Problem mit diesem Konzept haben, von dieser Idee. Manchmal ist es sogar richtig schwer, Gottes Gnade an sich selbst zu ertragen. Ja? Wenn man auf sich selbst wütend ist und weiß, ich habe Schaden angerichtet, dann wäre es manchmal einfacher, sich bestraft zu wissen, damit ich das Gefühl habe, jetzt ist alles zurechtgerückt und jetzt kann ich mir auch selbst wieder in die Augen sehen. Aber sich einfach so zu vergeben, wie Gott uns vergibt, das ist manchmal schwerer als gedacht. Und auf der anderen Seite ist es aber, wenn es gelingt, wenn Sie diese Erfahrung haben von Gnade, wenn Sie die machen, ist das eine der befreiendsten Erfahrungen, die man überhaupt nur machen kann. Also wie kurz wir oft mit unserem Gerechtigkeitsempfinden denken, macht Jona schon Gott gegenüber deutlich. Ich glaube, dass Gnade per se nicht ungerecht ist, sondern dass sie weiter denkt, als wir das mit unserem Verständnis von Gerechtigkeit können. Ja, weil Gott sieht nicht nur, das sind böse Menschen, die etwas Böses gemacht haben und die gehören jetzt gestraft, sondern Gott sieht viel weiter, als wir das können. Er sieht in Menschen hinein, er sieht die Ursachen für ihr Verhalten. Und er sagt es ja auch gegenüber Jona über die Niniviten. Er sagt, sie wussten doch gar nicht, was gut und böse ist. Wie kann ich sie denn jetzt für etwas bestrafen, was sie gar nicht wussten?
Also Gnade ist Gerechtigkeit für jemanden, der liebt und der wirklich versteht. Weil Gnade nicht nur eine einzelne Handlung sieht, sondern sie sieht, was dazu eigentlich geführt hat. Ja? Jedes einzelne Detail eines Menschen und seiner Geschichte, ja? Seine Bedürfnisse, seine Verletzungen, all das, was dahin geführt hat. Und sie sieht diesen Menschen mit all dieser Geschichte mit Liebe an. Und ich glaube, es ist etwas, was uns oft nicht möglich ist, was uns oft auch nicht gelingt. Aber es ist etwas, was Gott eben kann. Sie weiß, Gnade zielt immer auch auf Veränderung. Also sie weiß, um diesen Menschen wieder zurechtzurücken, braucht es etwas ganz anderes als eine Strafe. Es braucht Heilung, es braucht Befreiung, es braucht die Erfahrung, geliebt zu werden und noch mehr. All das ist Gnade. Der zweite Punkt, der an der Gnade so problematisch ist und den ich mit Ihnen anschauen möchte, ist die Gefahr. Also die Menschen in Ninive waren für Jona eine Bedrohung. Das war eine Großmacht, die direkt nebenan gelebt hat und die konnte das kleine Land, aus dem er kam, jederzeit ausradieren, wenn sie wollte. Ja. Und manchmal vergessen wir, Menschen, die Gnade brauchen, sind auch Menschen, die schuldig geworden sind. Und das bedeutet, dass sie Schaden angerichtet haben, ja, dass sie sich verletzt haben und andere verletzt haben. Und nun erleben diese Menschen keine Konsequenz. Sie bekommen keine Strafe und sie werden nicht weggesperrt, sondern stattdessen wird ihnen vergeben, ohne dass sie Genugtuung geleistet hätten. Und das kann auch gefährlich sein, denn vielleicht werden sie es wieder tun. Wir sind dann ungeschützt vor den Möglichkeiten, die sie haben. Vielleicht werden sie wieder Schaden anrichten, vielleicht werden sie wieder andere verletzen, vielleicht auch mich, vielleicht auch Menschen, für die ich Verantwortung trage. Also gnädig sein ist auch gefährlich, weil es keine Änderung im Handeln erzwingt, ja, sondern weil es sie erhofft. Also ich kann nicht sicher gehen, dass es nicht wieder passiert. Ich kann gar nicht sicher gehen. Aber auch hier ist die Idee eine andere. Auch hier ist das Ziel Veränderung. Aber keine Veränderung durch Zwang, keine Veränderung durch Druck, sondern eine tiefgreifendere Veränderung durch die Erfahrung, eben geliebt, ja, und geachtet und geheilt zu sein. Also wem gnädig, barmherzig, geduldig und gütig begegnet wird, der wird vielleicht aus anderen Gründen sein Verhalten ändern. Ja, eben nicht aus Zwang oder weil ich mich dazu verpflichtet fühle, sondern aus einer Freude, ja, aus einer Freude über diese Erfahrung heraus, aus Dankbarkeit heraus, aus dem Gefühl, befreit und beschenkt zu sein. Und ich glaube, eine solche Veränderung, die hat einen ganz anderen Drive, eine ganz andere Kraft, eine ganz andere Dauerhaftigkeit. Und das ist auch die Grundidee von Luthers Ethik gewesen. Ja, das Handeln nicht aus Pflicht heraus, ja, aus dem Gefühl, mir etwas verdienen zu müssen, erfolgt, sondern aus dem Bewusstsein, dass mir schon alles geschenkt. So, und der dritte Punkt, den ich mit Ihnen anschauen möchte, ist Schwäche. Gerechtigkeit, Gefahr und Schwäche. Also vielleicht ist Jona in dieser Situation auch so frustriert, weil er nun seine Glaubwürdigkeit bedroht sieht. Ja? Er hatte schließlich eine spektakuläre Machtdemonstration Gottes angekündigt und die bleibt jetzt aus. Und das lässt ihn ja irgendwie auch schwach erscheinen. Ja? Und ich glaube, das ist ein Aspekt, den Gnade auch schwer zu ertragen macht. Weil sie häufig auf etwas verzichtet. Also sie verzichtet auf Strafe, sie verzichtet auf Genugtuung, sie verzichtet darauf zu handeln, um Macht zu demonstrieren, um die Dinge wieder zurechtzurücken. Man verzichtet dabei auf die wesentliche Message, ja, mit mir nicht, Freundchen. Und dabei wird aber, glaube ich, oft übersehen, dass Gnade und Barmherzigkeit und Geduld ein sehr hohes Maß an Selbstbeherrschung und Kraft benötigen. Ein viel höheres, als einfach Macht zu demonstrieren und das mit Gewalt zurückzuschlagen von dem, was wir bekommen haben. Und es ist vor allem auch ein viel höheres Maß an Leidensbereitschaft. Weil indem Gott nicht mit Macht eingreift, sondern mit Gnade, nimmt er auch in Kauf, dass vielleicht weiter Unrecht geschieht. Und er erträgt dann weiter den Schmerz, der dadurch seinen Geschöpfen und auch ihm verursacht wird.
Weil Gnade eben auch bedeutet, den Schmerz nicht weiterzutragen, nicht zurückzugeben, sondern Verletzungskreisläufe zu durchbrechen, ja, und sich von den Ketten, die sie mit sich bringen, zu befreien. Und damit muss man sie aber mit sich selbst ausmachen und in sich selbst verarbeiten. Ja. Also ja, ich glaube, Gnade ist nicht nur einfach schön, sondern Gnade ist herausfordernd, weil sie ist auf den ersten Blick ungerecht und gefährlich und schwach. Auf den ersten Blick. Und auf den ersten Blick schüttel ich vielleicht auch den Kopf über Jona, ja, und lache über diesen kindischen Wutanfall wegen seinem Rizinus. Aber Jona hält mir auch den Spiegel vor. Ja. Auch ich bin Jona manchmal. Auch für mich ist Gnade nicht immer nur einfach schön. Auch für mich ist sie herausfordernd, weil sie meine gewohnten Muster durchbricht, weil sie gegen meine Instinkte geht. Und ich glaube, es ist in Ordnung, wenn Gott uns manchmal zu gnädig ist. Und es ist auch normal, dass wir manchmal davor weglaufen. Und es ist normal, dass es uns manchmal zu viel wird. Es ist in Ordnung, wenn wir es einfach manchmal nicht begreifen können. Aber Gott ist beharrlich. Ja? Gott ist jemand, der sich nicht beirren lässt, so wie er sich bei Jona nicht hat beirren lassen, sondern beharrlich war. Und er fordert uns heraus, weil ich glaube, dass er uns hinausführen will in seine Weite. Ja? Er will, dass wir uns weiterentwickeln, damit wir mehr begreifen, wer er ist und wer wir sind. Ja? Und damit wir auch mehr Gnade wagen, als Sender und als Empfänger. Ich glaube, das ist manchmal auch beängstigend, weil es manchmal eben auch grundlegende Vorstellungen und Überzeugungen von uns zum Einsturz bringt. Aber ich glaube, Gott baut eben wieder neu drauf und prächtiger und schöner als zuvor, größer und gnädiger als gedacht. Frustrierend groß, frustrierend gnädig, aber größer und gnädiger als gedacht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.